Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Motovlog. Ja, wir sind hier immer noch schön in Italien am Fahren. Auf dem Weg zur Rechnungsabfahrtstelle. Genau, da wollen wir heute mal vorbeischauen. Das ist für uns beide das erste Mal in Italien wieder seit meinem Unfall vor 2 Jahren ist das schon her, oder? Ja, 2 Jahre. Das ging über 2 Jahre sogar schon. Ich bin mega gespannt, ich bin schon echt aufgeregt, das irgendwie zu sehen, weil ich habe das nach dem Unfall selber auch gar nicht so in Erinnerung. Also man hat so ein paar Bilder und während des Sturzes hat man es auch überhaupt nicht einschätzen können, was gerade passiert. Und dann erstmal jetzt vor diesem Abhang, Kurve, wie auch immer zu stehen, sich das mal anzugucken. Ja, bin ich mega gespannt. Da dachte ich, dann nehmen wir euch mal mit. Ja, also für mich ist natürlich auch ein komisches Gefühl so. Gerade wenn man so auf die Kurve zufährt und man weiß genau, was ist damals passiert. So, ich glaube, da kommen die ganzen Bilder nochmal wieder hoch. Auch so die, keine Ahnung, wenn man dann da so in die Ecke kommt und Victor da so liegen gesehen hat und so. Ja, ich bin mal gespannt. Hier ist jetzt gleich die Kurve. Wir fahren sie jetzt quasi andersrum an, ne? Genau, wir kommen jetzt von unten und dann fahren wir die Kurve sozusagen hoch. Dann stellen wir uns oben mal hin, dann können wir uns das mal genau angucken. Hier war das, ne? Nee, doch. Ja, doch. Ja. Hier ist die Kurve jetzt. Oh Gott. Die bin ich aber von oben dann sozusagen. Hä? Nee. Ja, doch. Hier ist oh das. Oh Gott. Kann man, so, kenn ich gar nicht mal wieder. Oh, ja, ja. Und fahren wir hier auf den Parkplatz. Ja. So. Ja. Huch. Das ist hier die Kurve. Ja, wir zeigen das Ganze jetzt einfach mal, wie das hier passiert ist. Und zwar die Kurve hier, die habe ich nicht geschafft. Bin hier schön runtergekommen und das sieht man jetzt eigentlich auch ganz gut. Kurve genommen, dachte so gut, normale Kurve. Wenn ich aber jetzt hinstellt, jetzt sieht man, wie sie hier noch mal weiter einknickt. Und ich war einfach, ja, viel zu schnell. War ungefähr so bei 60 km/h. Mhm. Und ja. Bist du eigentlich schon vorher gestürzt? Nee, ich bin erst hier gestürzt. Habe jetzt hier die Vollbremsung gemacht. Und dann bin ich hier rüber geschlittert. Hier und dann lang, hier runter. Und hier dann runter. Und das ist echt alles so. Man muss sich vorstellen, da waren dann in der Kurve Momme und Finn und Nils. Und als ich gerade um die Kurve gekommen bin, bin ich vor denen hier runtergeflogen. Shit! Ich würde sagen, geh du mal runter, dass man mal diesen Höhen. Das ist ja mit GoPro immer ziemlich schwer zu zeigen. Ja, zu zeigen, wie hoch das eigentlich wirklich ist, ne? Ah, Alter, das ist richtig hoch. Vor allem, guck mal, jetzt kommt ein Auto hier lang. Stell dir mal vor, ich fliege hier runter. Und in dem Moment kommt ein Motorradfahrer oder ein Auto oder sonst was. Ja, hätte ja richtig sonst Glück. Was auch passieren können. Ja, Victor lag dann irgendwie hier. Ich muss mal gerade gucken. Hier! Dann ungefähr. Hier ist ein Loch in der Straße. Ja, guck mal, wie klein du da bist. Ja, doch, du bist hier runtergekommen. Bin hier so runter, schräg, hier, ne? Runter, genau. Und dann lag Victor irgendwie hier und sein Bike ist quasi mit dem Heckrahmen hier in den Asphalt eingeschlagen. Da ist richtig so ein Loch drin. Ja. Vor allem, wie man das im Video sieht, ich sitze ja kopfüber darunter. Alter, das ist echt fucking hoch. Kopfüber bin ich hier runter geflogen und bin so knapp. Ich habe erst gedacht, jetzt schlage ich hier vor auf dieser Kante auf. Ja. Aber hier ist mein Bike aufgeschlagen. Ich bin auch ungefähr hier dann. Ich bin hier so dran vorbei, noch gerade so, ja, aufgeschlagen. Genau, hier sieht man erste Kerbe, hier sieht man das Loch, richtig. Und ich lag noch eigentlich genau mittig auf der Straße, ne? Ja. Lag dann ungefähr hier. Ja. Habe ich überlegt, ich so mit 2 Metern, das sind halt so locker 5 Meter sind das bestimmt. Ja. Wenn nicht sogar mehr. Wenn jetzt mal hier so hingeht, ne? GoPro ist auf 2 Meter, so. Und dreimal Victor so. Hier ist das. Und man guckt, der Hubschrauber hat es auch gerade geschafft, hier zu landen. Ja, das war richtig heftig. Das war so krasse Piloten. Dass er hier landen konnte, ne? Ja. Der ist dann hier auf diesem Grünstreifen gelandet. Genau, das kannst du besser erzählen. Ja. Da war ich nämlich gar nicht mehr so ansprechbar. Ja, und der ist hier angekommen. Der ist auch nicht irgendwie nochmal gekreist oder so. Der ist gleich hier runtergegangen und stand dann quasi hier vorne auf diesem Grünstreifen. Zack, einfach gleich gelandet. Richtig krass.
Ja, und ich kam ja auch hier um die Kurve rum und ich wusste noch gar nicht, was passiert ist. Ja. Und dann komme ich hier so um die Kurve rum und sehe Victor da so liegen. Und ich dachte halt erst, okay, er ist hier aus der Kurve irgendwie gerutscht und keine Ahnung. Und dann lag da aber links halt so ganz viel Gras und Dreck und so. Und dann habe ich erstmal gecheckt, dass der von da oben da runtergefallen ist. Und da war mir sofort so, oh Gott, gleich die Karre hingeschmissen und hingerannt. Das war schon heftig. Vor allen Dingen das kopfüber, ne? Ja. Das ist dann halt echt... Ich hätte mir alles brechen können, Genick brechen können, wenn hier Auto gekommen wäre. So Glück gehabt. Alles Mögliche. Er hätte auch sein können, dass hier gar keine Straße ist. Ja, eine Serpentine weiter wäre keine Straße genau. gewesen. Ja. Oh, das ist schon echt hoch. Ich habe es nicht so hoch in Erinnerung. Nee, ich auch nicht. So, gefühlt waren es so 2-3 Meter, aber... Ja, vor allem die meinten mal so, ja, 5-6 Meter oder sowas. Genau. Ich so, okay, krass. Und in den Videos halt allein schon wegen GoPro, ja, so sah das halt auch nicht so hoch aus. Nee, genau. Aber das ist schon... Schon echt hoch. Guck mal, da die Annika und Sören, wie klein die sind, Tom. Aber ich bin irgendwie auch ein bisschen froh, dass ich es nicht gesehen habe, wie du da gerade ausgefahren bist. Das ich war ja ein bisschen weiter hinten. In Sehne hast du es halt gehört. Ich habe es gehört, genau. War nur so, und ich so, okay, was ist jetzt los? Ja, das haben wir nicht mehr ins Video eingeblendet. Das nee, wollten wir euch auch sparen. So, okay. Wir wollen mal einmal die Strecke von der anderen Seite an und gucken uns das nochmal an. Oh Gott, ja, von hier sieht man es auch ganz gut, finde ich. Ja. Die Kurve sieht halt überhaupt nicht so scharf aus, ne? Und nee. Vor allem wird hier diese Rechtskurve angezeigt. So, hä? Also die meinen halt die danach. Stimmt. Also völlig verwirrend. Und dann hier noch reingegangen in die Kurve. Alles super und jetzt hier macht sie richtig zu. Und hier habe ich jetzt die Vollbremsung gemacht, Reifen weggeklappt und bin echt einfach so hier runtergeflogen. Weil man hätte die Kurve halt bestimmt locker nehmen können, obwohl man 80 Sachen drauf hat, aber in dem Moment erschreckt sich einfach, weil du nicht damit rechnest, dass sie so zuklappt. Nee, genau. Bremst dann einfach und dann war auch schon zu spät. Das sind ja Millisekunden, ne? Ja. Reifen weggeklappt vorne, bin dann schon auf den Schotter raufgekommen. Und dann, ja, das war's dann schon. Ja. Das geht so schnell alles hintereinander, das kriegt man gar nicht so schnell mit. Ja. Power Mensch. Naja, ja. Zum Glück alles überstanden. Genau, also war gut gegangen. Ganze geschafft noch. Ja. Auch wenn das echt mit dem Arm lang gedauert hat, mit nochmal zwei Operieren, nicht zusammengewachsen, trotzdem halben Jahr warten und dann nochmal alles von vorne. Und ja. Das Ganze hat mich jetzt fast 1,5 Jahre gekostet, bis ich dann wieder fahren konnte und alles. Aber ja, man lernt draus. Genau. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wir fahren jetzt langsam wieder zurück. Ist auch schon spät. Gut, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Genau. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.